Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Splatoon 3. Ja, letztes Mal haben wir ein bisschen erkundet, haben schon mal alles freigelegt. Muss ich auf der Karte gucken, hier ist eh kein Versteck, okay. Hier denn irgendwo ein Versteck? Also laut Karte zumindest da in der Richtung. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das U-Boot-Level. Es wartet da schon die ganze Zeit auf uns, dass wir es endlich uns mal angucken. Hier ist doch 100 pro Watt. Weil das konnte man doch schon sehen. Viel zu verdächtig hier. An niemand ihre U-Boote sauber. Immer ist die voller Dinte. Oh, mit dem Stempelsplatana. Stempelsplatana und Curling-Bombe. Okay. Stempelsplatana ist eigentlich sehr gut. Das nutze ich auch gerne bei Online-Runden. Hi. Wer will als nächstes? Tschüss. Ich habe schon gesehen, wo. Da hat mir das Stempel-Santana zusammen mit der Königbombe gerade gut geholfen. Tschüss. Tschüss. Oh. Hey. Und rüber da. Oh nee. Da war ein dicker, fetter Block, der wollte mich. Okay, hier muss ich vorfärben. Sollte so passen. Außer da ist natürlich so ein hässliches Etwas. Tschüss. Ach, ich mag mein Stempelsplatana. Ist es doch schon strong. So wie ich rechts rum. Da ist so ein Bomben-Heini. Also wie ich links. Was mir an Stempelsplatana ja auch gefällt, ist immer, dass es so schnell aufgeladen ist und übelst viel Schaden macht. Also das Stempelsplatana ist eins meiner Lieblingsplatanas. Für die, die die Online-Runden bisher noch nicht gesehen haben. Oh, King Octolinge! Aua! Nee, hier sollte ich mit den Curling-Bobben eventuell arbeiten. Hilfe, die werfen Bomben. Nee, da muss ich direkt mit dem Aufgeladenen reinhauen. Die Octolinge sind heftig. Die waren auch im vorherigen Spielen relativ strong. Im Gegensatz zu allen anderen Gegnern. Thank you.
So, damit wäre der erste schon mal ausgeschaltet. Da in der Gegend ist, glaube ich, der zweite. So. Glaube ich nicht treffe. Okay. Ein paar Octolinge haben wir mal gesehen. Mein Salmini will mir was sagen. Okay, da ist irgendwo was. Hätten wir das auch gefunden. Ist hier auf dem U-Boot sonst noch was? Anscheinend nicht. So, wo ist hier was? Oh, wieder eine Lore. Ein Jahr nach Expansion in eine neue Region. Nach bereits 20.000 Stunden an Non-Stop-Kundenberatung im Distriktsplatz nimmt er neue Ziele ins Visier. Was hat der richtige Trommelfeuer-Talker als nächstes vor? Okay, ist hier sonst noch was? Anscheinend nicht. Das ist halt auch etwas, was wir noch alles finden müssen. Aber ich würde sagen, wir machen erst die zwei Level hier. Okay, Profi-Kleckser oder Isipiator? Nehmen das hier erstmal. Ihr wisst ja, dass ich die anderen Versionen immer Ostgame mache. Okay, Zielschießen. Da wäre der Sepiator eventuell wirklich besser gewesen. Hä? Als ob. Da ist einer so runtergefallen, dass er den Falschen noch getroffen hat. Ich darf nur einmal drücken. Und schön, wie das Spiel versucht, mich auch noch zu baiten. Okay, zwei, dreimal müssen wir noch so. Das war relativ easy. Hier mache ich lieber konzentriert schießen. Ich könnte natürlich auch die Insta-Bomben verwenden, aber das wäre, glaube ich, mehr schädlich als alles andere. So schlangenartig. Hast den Falschen erwischt? Es ist echt schwer. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung, Leute. Da hat wieder nicht jemand bemerkt, dass ich am Aufnehmen bin. Obwohl ich sogar extra ein Schild an meiner Tür hängen habe. So, dann auf ins nächste Level. Pützenfest im Supertempo. Ja, mir wird der Turbo Blaster empfohlen. Sogar die Plus-Version. Das heißt, eine stärkere. Okay, alle Zielballons. Sollte ganz leicht werden mit dem Turbo Blaster tatsächlich. So, der ist auch weg. Ich muss die Ballons rechtzeitig kaputt machen, um einen Weg zu haben. Oh, gerade so noch. Ein bisschen gewartet, damit der Weg sich auch ein bisschen bilden kann. Ja, mir wird ja hier schon fast vorgegeben, wo ich hinziehen muss.
Okay, ich brauche jetzt erstmal wieder Tinte. Meine Aim ist unter aller Sau. Deswegen spiele ich aber auch so selten Ballerspiele. So, geschafft. Ja, Leute, das Level war doch relativ easy. Dann auf zum nächsten. Ist hier irgendwas von der Karte? Ja, die Karte sagt mir, hier ist irgendwo was. Wahrscheinlich da oben drauf. So, hier sollen aber noch mehr Sachen sein. Ich sollte eventuell mal die Ballonjagd hier als nächstes machen. Wäre es aber auch vorher schlau, erstmal hier so ein bisschen vorzufärben. Damit ich zumindest die Wege habe. Auch ja Möglichkeiten voranzukommen. Da vorne fehlt mir, es fehlen nur noch 5 Level. So, Saimi, hast du da hinten was entdeckt oder warum rennst du da hin? Hier ist was. In dem Gebiet gibt es noch eine Sache irgendwo. Saimi, such! Such, mein kleiner Kumpel. Ah nee, hier hat er jetzt schon alles. Ja, und dann fehlt wahrscheinlich nur noch der Ballon da oben. Dann machen wir jetzt die Ballonjagd. Die mich 10.000 Versuche kosten wird. Je nachdem, was gegeben ist. Oh, noch getroffen. Okay. Ich wusste, dass ich die Dinger hoch muss. Das war klar. Oh, noch erwischt. Komm, ist das jetzt mal langsam der letzte? Ja. Okay, das habe ich fast 2 geschafft. Fashion Store, Medusa, London, wegen Inventur geschlossen. Nur Barzahlung wurde verboten. Influencer müssen draußen bleiben. Keine ist alle zahlen passend. 24 Stunden Service, 7 Tage die Woche. Service für Fashion Disaster. Erst kaufen, dann dürfen die Grippefinger ran. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch das Level hier unten. Ich bin überrascht, dass es mit ein bisschen, was hier gefehlt hat, noch gereicht hat. Ach, der Saimi hat noch was gefunden. Der will hier hoch. Ah, da. Da oben muss auch noch was versteckt sein. Das suchen wir aber in der nächsten Folge. Wir machen jetzt wirklich das Level hier. Block um Block um Block.
Okay, Disperser? Ja, Disperser. Weil da der Salmi dabei ist. Ich glaube, Draco haben wir den genannt. Oder irgendwie in der Art. Ich nenne ihn einfach Sunny. Komm, mach mir den Weg. Welcher davon ist der richtige? Hui! Das war der richtige Weg. Ja, mit Expando-Blöcken arbeite ich nicht so gerne. Da habe ich die ganze Zeit Angst runterzufallen. Das Dumme ist, das Teil hat kaum Reichweite. Welchen muss ich denn abwerfen? Halt den Weg offen, mein kleiner Kumpel. Halt ihn offen. Okay, der kleine Kumpel muss arbeiten. Was ist dort? Wie soll ich da dran kommen? Sicher ist sicher. Hui! Nein! Okay, da musst du arbeiten. Oh, dass dieser Sprung auch so knapp ist. Okay, jetzt darf ich nicht nochmal verkacken. Dann mach mir meinen Weg. Und die gönnen wir uns. Wenn unser kleiner Freund den Weg offen hält für uns, damit wir lebend durchkommen irgendwie. Okay, das sind die letzten. Das war fies! Ich glaube, sein Mini war in seiner Sichtweite, deswegen hat er geschossen. Glück stand er so, dass er nicht treffen konnte. Ja, Leute, das war doch eine erfolgreiche Folge. Beim nächsten Mal haben wir die letzten Level hier vor uns und das eine Teil da oben, was wir noch einsammeln müssen. Und dann sind wir tatsächlich mit diesem Gebiet auch schon fertig. Dann sind es nur noch zwei Sektoren, die auf uns warten. Wenn es euch gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.